Willkommen zu einem neuen Video. Es ist Donnerstag. Eigentlich hatte ich heute gar nicht vor zu drehen. Ich habe irgendwie Lust zu backen. Und erst dachte ich, dass ich Kanelbülle backe, aber die habt ihr schon gesehen und wir müssen Content createn. Deswegen dachte ich, ich backe Cookies. Ich habe noch nie so wirklich Cookies gebacken, die was geworden sind, weil einmal habe ich sie mit Leinsamenöl gebacken und da sind sie nicht so lecker geworden. Deswegen backen wir gleich Cookies und dann dachte ich mir, sprechen wir ein bisschen. Muss man noch überlegen, über was? Ich hatte überlegt über so Social Media, weil mich Social Media doch sehr beschäftigt. Wenn ihr gerne meine Videos schaut, dann würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, eure süße Maus, aber sowas sage ich nicht. Das ist cringe. Okay, ich habe nochmal nachgefragt in meiner Insta-Story und es haben mehr Leute gesagt, dass sie das Thema Schule eigentlich ganz interessieren würden. Heißt, wir reden jetzt über die Schule. Ich habe erfolgreich eine Klausur 2 Stunden lang geschrieben, deswegen gönnen wir uns jetzt ein bisschen Pause und backen Cookies, obwohl ich eigentlich auch echt viel für die Schule zu tun hätte. Aber erster Tipp, sich auch mal eine Auszeit von der Schule nehmen. Und ja, deswegen machen wir das jetzt. Passt noch besser. Okay, and then we are going into some gemütlichere Klamotten. Super Tipp, kennt keiner. Wow. Ja, gerade wenn es so aufs Abi hinzugeht, dann haben dadurch viele Stress und deswegen machen wir das gleich. Bye, bye. Wenn man Eier gegeneinander klatscht, dann geht immer nur eins von beiden auf. Also die brechen nicht beide. Ich habe das zerbrochen, das nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, aber irgendwie sieht das irgendwie nicht so gesund aus. Wir stecken sie mal in den Ofen und gucken mal. Und solange die Cookies im Ofen sind, wollte ich mal schon mal ein bisschen anfangen zu sprechen. Ich schreibe in einem Jahr Abitur und es ist schon relativ stressig. So schlimm ist es gar nicht. Also ich dachte auch immer, es ist mega schlimm. Ich finde es gar nicht so schlimm. Es ist natürlich schon stressig. Man muss sich halt seine Zeit gut einteilen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man schon sich anstrengt und viel macht, aber dann auch immer wieder abschaltet und sozusagen sagt, okay, jetzt mache ich keine Schule wie jetzt gerade, jetzt mache ich auch keine Schule und ist auch okay und ich werde heute auch keine Schule mehr machen und das wird mich auch nicht schlechter machen und ja. Also was ich gemerkt habe, ist halt einfach, dass man im Unterricht mega gut aufpassen muss. Heißt, dass man halt immer aufpasst, sich immer meldet oder versucht sich zu melden, ich melde mich auch nicht immer. Mitschreibt, sich alles aufschreibt, was irgendwie ist. Es ist nicht so viel, wie man denkt. Also man weiß auch dann in der Situation, was muss man mitschreiben, was nicht. Ich mache meine ganze Schule auf dem iPad. Für mich funktioniert das ganz gut, für andere funktioniert es nicht so gut. Ich habe dann auch keine Zettel mehr, sondern ich mache alles auf dem iPad und dann habe ich auch alles zusammen und suche nicht dann irgendwelche Zettel, weil das tue ich oft. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wann die Cookies fertig sind, deswegen wir sehen uns gleich. Ich glaube, sie sind nichts geworden, aber wir probieren einfach gleich und dann wissen wir, ob sie was geworden sind oder nicht. Also schmeckt eher wie Kuchen. Ich räume jetzt schnell auf, weil sonst kriege ich Ärger. Nein, kriege ich nicht, aber ich räume schnell auf und dann sehen wir uns gleich wieder und dann sprechen wir ein bisschen. So schlecht sind die gar nicht. Bin übrigens total fleckig irgendwie, mir ist total warm. Bis gleich. Okay, let's start this thing again.
Ich habe es gerade aufgeräumt und wir machen jetzt weiter. Ich bin so fleckig. Ich wollte irgendwas sagen. Was sollte ich sagen? Achso, ja, also. Schulstress, Schule, alles drum und dran. Was ich sagen muss, ich bin sehr ehrgeizig nach innen. Also ich stelle an mich selber sehr große Ansprüche, aber ich glaube, niemand von außen denkt das. Was es dann halt manchmal ein bisschen schwierig macht, weil zum Beispiel ich mache mega Stress vor Arbeiten und das ist, glaube ich, für ganz viele außerhalb nicht nachvollziehbar, weil ich gar nicht so rüberkomme, aber ich habe irgendwie schon sehr hohe Ansprüche an mich, was nicht gut ist, was man nicht haben sollte, weil ich glaube, was man sich bewusst machen muss, ist, dass Abitur nur der erste Abschnitt ist und dass es eigentlich total egal ist. Also man kann auch ein schlechtes Abitur haben und trotzdem einen sehr guten Job später kriegen. Was heißt, es geht ja nicht mal um einen guten Job, es geht ja eigentlich mehr darum, dass man glücklich später wird, aber irgendwie denkt man immer, es ist verbunden mit einem guten Job. Das erstmal voraus, dass ja, Abitur eigentlich gar nicht so zählt. Meine Tipps und Tricks, durch die Schule durchzukommen, ist einmal gut zuhören und im Unterricht halt aufmerksam sein. Dann, man muss sich mit den Lehrern gut stellen. Und ja, ich bin der Meinung, man kann Schulstress vermeiden, indem man halt seine Sachen direkt macht und sie nicht nach hinten aufschiebt. Zum Beispiel, ich mache nicht jeden Tag Schule, sondern ich setze mir immer so Tage. Zum Beispiel Sonntag ist mein Lerntag. Sonntag lerne ich und dann sitze ich da halt auch mal 5 Stunden und dann kommt es, glaube ich, aber auch drauf an. Ich mache es halt auch gerne. Ich glaube, man muss es irgendwie auch gerne machen und dann muss ich bewusst sein, okay, ich tue das für etwas und ich arbeite auf mein Ziel hin. Ich habe mir gesagt, ich möchte 2-stellige Notenpunkte haben und das habe ich bis jetzt auch ganz gut geschafft. Das bin ich auch zufrieden mit. Natürlich ist dann der Anspruch da, aber das motiviert dann halt dann auch jeden Tag weiterzumachen. Und natürlich ist es auch schwierig, weil zum Beispiel in meiner Schule sind sehr, oder an jeder Schule gibt es halt sehr gute Schüler und ich habe immer das Gefühl, okay, ich habe nur 12 Punkte, das ist voll schlecht, weil andere haben 15 Punkte. Aber ich glaube, man muss einfach sich bewusst werden, okay, das ist mein Bestes, was ich geben kann. Das ist meine beste Leistung und andere haben eine andere beste Leistung und das hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Also, natürlich ist es auch eine Sache vom Typ her, weil manche Leute sind einfach nicht gemacht für die Schule und da muss man sich vielleicht auch sagen, okay, ich bin einfach nicht für dieses Notensystem und für diese Schule und jeden Tag dahin gemacht und dann ist es okay und dann wisst ihr schon mal einen Schritt mehr, in welche Richtung ihr nicht gehen wollt später. Also das ist auch nicht schlecht. Schulstress ist halt immer so eine Sache, auch kommt der Schulstress von außen oder von einem selber, weil man kann sich selber Stress machen und niemand außenrum kann einem Stress machen und es können aber auch andere Leute einem Stress machen. Da sind manchmal die Bedingungen halt schlechter und manchmal besser für Leute. Und das ist halt auch eine Sache von Glück. Deswegen weiß ich nicht, wie gut man da Tipps geben kann. Mein Bruder spielt gerade Klavier, deswegen ihr habt jetzt ein bisschen Klaviermusik im Hintergrund. Und was generell so Schulstress angeht, glaube ich, man muss einfach die Balance finden und ich mache dann zum Beispiel einen Tag ganz viel Schule und dafür den restlichen Tag nicht so viel oder ich nehme mir dann halt auch mal die Zeit und sage, okay, dafür setze ich mich dann mal lieber 5 Stunden am Stück hin, lege mein Handy weg, mache mir einen Kaffee, habe eine große Flasche Wasser und dann lerne ich auch 5 Stunden am Stück. Und mein Tipp ist klassische Musik hören, hört keine Musik mit Text, sondern hört einfach nur Melodien, also wie das, was da gerade unten gespielt wird. Ich weiß nicht, ob man es hört. Super Tipp. Es gibt ja verschiedene Dinge, über die man sich definieren kann. Und das ist halt zum Beispiel, wenn man sich über Follower oder über die Reichweite definiert, ist es genauso schlecht, wie wenn man sich über seine Noten definiert. Auch wenn man von den Noten vielleicht mehr später hat als von den Followern. Aber ja, und man kann sich, glaube ich, dadurch motivieren, da jeden Tag auch wieder hinzugehen und jeden Tag doch wieder um 7 aufzustehen und sich irgendwie aus seinem Bett zu schälen und sich zu denken, warum gehe ich da eigentlich hin? Indem man sich denkt, okay, ich gucke von Tag zu Tag und man sich sozusagen nicht sein Ziel für Ende des Schuljahres setzt, sondern für den Tag und für die nächsten Wochen. Und dann ist das, glaube ich, schaffbar. Ein schlechter Tag oder 2 schlechte Wochen machen nicht eure Noten kaputt. Ihr könnt ganz viel rausholen. Und ganz wichtig, was ich auch lernen musste, kommuniziert mit den Lehrern.
redet, also ich weiß, es gibt Lehrer, die, mit denen kannst du nicht kommunizieren. Das sind halt einfach Menschen, mit denen kannst du nicht kommunizieren. Aber es gibt viele Lehrer, mit denen kannst du kommunizieren. Das sind auch Menschen. Und ich glaube, man sollte auch einfach offen ansprechen, wenn man ein Problem hat. Und dann kommt man, glaube ich, auch weiter, als sich da irgendwie durchzumogeln und eigentlich gar nicht zu wissen, was man jetzt machen soll. Ich weiß nicht, ob dieses Video was geworden ist, ob es irgendjemandem weiterhilft. Es ist ein bisschen chaotisch. Ich bin ein bisschen chaotisch. Ich habe gebacken, es ist in die Hose gegangen. Ich habe geredet. Ich weiß nicht, ob was ich geredet habe Sinn gemacht hat. Ich muss es nachher mir mal angucken und dann schneide ich es und dann sehe ich, ob es Sinn gemacht hat oder nicht. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergebracht und wir sehen uns dann nächstes Mal. Tschüss!